Moin Moin und herzlich willkommen zum Mein Leben in Büchern Tag. Ich wurde von der lieben Joyce vom Kanal Joyful Moments getaggt und habe mich echt riesig gefreut. Also vielen Dank dafür, denn ich finde den Tag richtig cool und gucke ihn auch mir auch bei anderen sehr gerne an, denn er ist bei jedem anders und steckt immer sehr, sehr viel Persönliches von jedem Booktuber auch mit drin. Und trotzdem geht es natürlich um Bücher. So, wir wollen auch gleich anfangen. Es sind nämlich 8 Aufgaben bzw. 8 Fragen. Und die erste lautet: Suche dir eins deiner gelesenen Bücher für jedes deiner Initialen raus. Ja, das war zunächst Ramona, ist mein Vorname, also ein R. Da gab es mehrere zur Auswahl. Ich habe mich aber für Rumo und die Wunder im Dunkeln entschieden, weil ich das lange nicht mehr in die Kamera gehalten habe und ich liebe Walter Mörs. Seine ausgefallenen, verrückten Ideen, die Illustrationen und seine Wortspiele sind einfach grandios. Und ja, Rumo fand ich auch wirklich toll. Ich kann mich immer gar nicht so richtig entscheiden, welches ich das Beste finde, aber Rumo spielt auf jeden Fall ganz weit oben mit und ich freue mich schon so sehr auf ein weiteres Werk von Walter Mörs. Ja, mein Nachname beginnt mit einem L, deswegen habe ich mich ja für einen Buchtitel mit einem L entschieden, logischerweise. Da gab es nicht so viel Auswahl und ich wollte ja aber Bücher in die Kamera halten, die ich nicht so oft in die Kamera halte. Deswegen habe ich mich für Das Lied der Befreiung Näscherns entschieden. Das ist der 3. und letzte Teil der Näschern-Trilogie von Ralf Isau und ich finde diese Cover auch unglaublich schön. Die Trilogie selbst, da hatte ich einige Kritikpunkte dran, auch wenn das sehr fantastisch und sehr ideenreich war, fand ich den Helden einfach zu sehr Alleskönner und Alleswisser. Das hat mich ein bisschen genervt und hier spielte sehr viel Religion und Kirche mit eine Rolle. Das hat mich auch so ein bisschen gestört. Aber sie ist nicht so schlecht, dass ich sie irgendwie aussortieren würde. Ich würde sie gerne nochmal lesen und gucken, ob es mich denn immer noch stört mit dem Helden und Protagonisten. Die zweite Aufgabe lautet: Stell dich vor dein Bücherregal und zähle dein Alter entlang der Bücher ab. Bei welchem Buch landest du? Ja, ich bin 26 Jahre alt noch und ja, es passte wieder hervorragend, also kein Tag ohne Harry Potter, ne? Und zwar bin ich bei Harry Potter and the Half-Blood Prince gelandet, meine englische Ausgabe des Ganzen. Diese Ausgabe sehe ich sehr, sehr selten bei anderen Booktubern. Also ich sehe entweder diese Kinderbuchausgabe oder aber jetzt mittlerweile diese neuen, die wirklich auch wunderschön sind. Aber die hier sehe ich eher selten und ich liebe sie und sie steht so im Regal und es sieht einfach toll aus mit der goldenen Schrift und ja, diesen coolen Motiven hier. Ich finde, das ist auch eines der hübschesten Cover mit dem Buch vom Half-Blood Prince. Wenn ihr sehen möchtet, wie die anderen Cover aussehen, dann schaltet doch mal mein Harry Potter Special, wo ich alle meine Harry Potter Bücher in die Kamera zeige. Da könnt ihr das sehen. Ja, also da bin ich gelandet. Nummer 3. Such dir eins deiner Bücher raus, das in deiner Stadt, deinem Bundesland oder deinem Land spielt. Ja, Land Deutschland fand ich ein bisschen langweilig, deswegen dachte ich, suche ich mir entweder was in Hamburg oder was in Schleswig-Holstein spielt. Und ich habe mich schlussendlich für Der siebte Schwan von Lilach Meyer entschieden, denn dieses Buch spielt in Schleswig-Holstein. Es ist historisch und natürlich fantastisch, ein fantastisches Märchen. Hier werden nämlich Sagen und Märchen aus dem Norden Deutschland, also aus Schleswig-Holstein, verwurstet. Und ich finde das Buch einfach toll. Von außen so wie von innen ein sehr, sehr stilles, verträumtes und fantastisches Buch. Also ganz, ganz toll. Ein Geheimtipp von mir. Nummer 4. Jetzt suche ein Buch heraus, das einen Ort repräsentiert, an den du gerne reisen würdest. Ja, und jetzt geht es los. Da konnte ich mich wieder nicht entscheiden. Also bei manchen Aufgaben und Fragen habe ich wieder 2 Bücher. Zunächst habe ich mich für Im Tal des Falken von Rainer Maria Schröder entschieden. Das ist der letzte Teil der Falkensaga. Auch einer meiner Lieblingsreihen, diesmal mal kein Fantasy, sondern ein richtiger toller Abenteuerroman, was es mittlerweile auch echt selten gibt, finde ich. Und jeder Band spielt in einem anderen Land. Der erste spielt in Deutschland, der zweite in
Frankreich und der dritte in England und der vierte halt in Ägypten. Und Ägypten möchte ich auf jeden Fall noch mal hin, die Pyramiden und diese, ja, diese ganzen, diese ägyptische Kultur, da würde ich gerne mal reinschnuppern und auf dem Kamel reiten und gerne auch tauchen. Und ja, da auf jeden Fall Ägypten möchte ich gerne hin. Ach so, ich habe diese Frage jetzt so interpretiert, dass das reale Orte sein sollen und nicht jetzt fiktive. Deswegen, ich habe jetzt keine fantastischen Welten oder wie Westeros, Hogwarts oder so, die habe ich jetzt mal rausgelassen, sondern wirklich Gebiete und Länder genommen, die es wirklich auf unserer Welt gibt. Und zum Zweiten habe ich mich für Der Feenturm entschieden. Hier geht es nämlich um Jugendliche, die eine Schottlandreise machen und dort in einen Feenturm eine Zeitreise miterleben. Und Schottland, Irland, das sind auch so zwei Länder, wo ich auf jeden Fall noch hin möchte. Diese Atmosphäre da, so alte, ja, alte Burgen besuchen und diese ganzen Märchen mit Feen, besonders halt auf Irland und Island und ja, diese Richtung halt, ne? Und das repräsentiert das ganz gut, weil hier die Atmosphäre auch sehr gut rüberkommt. Ein toller Zeitreiseroman, der mal ein Einzelband ist, kann ich auch sehr empfehlen. Und das auch, tolle Abenteuerserie für Jugendliche ab 12 bis Open End. Fünftens, was ist deine Lieblingsfarbe? Fällt dir ein gelesenes Buch ein, dessen Cover in dieser Farbe gehalten ist? Ja, meine Lieblingsfarben sind so Herbstfarben, gelb, orange, rot, aber am liebsten davon gelb und ist auch relativ selten im, ja, im Buchbereich und ich freue mich immer, wenn ich ein gelbes Buch sehe und was dann auch toll gestaltet ist. Ich habe euch das schon mal gezeigt. Hatte erst überlegt, ob ich das rauslasse, weil ich das ja nun schon öfter in die Kamera gehalten habe und mir lieber ein anderes dafür suche. Aber es ist einfach zu cool. Ich muss es euch nochmal zeigen. Und zwar ist das Blind Walk von Patricia Schröder. Ein Jugendthriller. Ja, echt cool gemacht. Geht so in die Richtung von Saeculum von Poznanski. Nur, dass es halt hier gelb-schwarz ist und nicht weiß-schwarz. Ein cooles Buch, was nicht nur Thriller-Elemente, sondern auch Drama-Elemente hat und ein überraschendes Ende. Ich habe mir aber auch noch ein weiteres Buch genommen, was auch eine schöne Farbe hat. Das geht so eher so in das Gelb-Orangene. Und zwar Seide und Schwert von Kai Meier. Das ist die Wolkenvolk-Trilogie. Ich glaube, der erste Band. Ja, der erste Band. Und ich glaube, das Buch habe ich auch noch nicht so oft in die Kamera gehalten. Deswegen mache ich das jetzt auch nochmal. Eine eher, also meiner Meinung nach eher schwächere Trilogie von Kai Meier, die ich aber gerne nochmal lesen möchte, weil ich die sehr schnell hintereinander weggelesen habe und ich kann mich kaum mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich da mit mehr Drachengeschichten gerechnet habe, weil das auf dem Klappentext drauf stand, dass es auch um Drachen geht und dann ging es mir ein bisschen zu wenig darum. Aber vielleicht, wenn ich das im Vorhinein jetzt ja weiß, dass es nicht nur um Drachen geht, vielleicht kann ich mich da ein bisschen mehr reinfuchsen und habe dann ein bisschen mehr Spaß mal schauen. Die wird auf jeden Fall irgendwann nochmal gelesen. Sechstens, an welches Buch hast du die. An welches? Naja, egal. Hast du die schönsten Erinnerungen? Da kann ich natürlich wieder Harry Potter sagen. Damit ist man aufgewachsen und immer noch meine Lieblingsreihe. Aber ich will nicht, ja, auf jede Frage mal mit Harry Potter antworten. Und ich glaube auch, dass viele jetzt bei dieser Frage Harry Potter nehmen werden. Deswegen erwähne ich das zwar jetzt, aber ich nehme noch ein anderes Buch. Und zwar auch ein weiteres Buch aus meiner Kindheit, noch früher zurück. Und zwar ist das, wo der Weihnachtsmann wohnt. Und ich dachte, es passt ganz gut, weil so langsam geht es ja auch wieder auf Weihnachten zu. Es gibt schon wieder Spekulatius, Lebkuchen und Marzipan zu kaufen. Und ich bin ja ein totaler Weihnachtsmensch und Herbstmensch. Deswegen freue ich mich, dass der Herbst jetzt so langsam einzieht und ich kann mich so langsam wieder auf Weihnachten freuen. Und Weihnachten ist ja auch irgendwie die Zeit der Erinnerung, dass man zurückblickt und an die Kindheit denkt und an die Familie. Und ja, das ist einfach, sieht man auch, hier habe ich mal meinen Namen reingeschrieben und wurde einen halt öfter vorgelesen, früher als Kind zu Weihnachten. Und es ist auch wirklich ein ganz, ganz tolles Weihnachtsbuch, wo man viel entdecken kann auf den Seiten, tolle Zeichnungen. Das ist im Grunde auch ein Klassiker, ein Bilderbuchklassiker. Und jetzt haben wir noch eine Frage.
Und zwar, welches Buch, nee, warte mal. Stimmt gar nicht. Ich habe eine Frage übersprungen. Bei welchem Buch hattest du die größten Schwierigkeiten, es zu lesen? Da kann ich euch jetzt kein Buch in die Kamera halten, dann nenne ich euch einfach nur den Titel. Und zwar war das Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway. Das habe ich in der Berufsschule gelesen und das fand ich grausam. Das hat zwar nur, ich glaube, 160 Seiten, noch nicht mal 200 Seiten, aber es ließ sich so zäh lesen. Es ist so langweilig. Handelt halt von einem alten Mann, der aufs Meer fährt mit seinem Boot und irgendwie einen Fisch fangen will und von Haien geplagt wird, aber so richtig, also es kommt echt nicht in Fahrt. Es könnte ja, das Thema selbst finde ich ja gar nicht schlecht, aber es dümpelt einfach nur so dahin, so wie sein Boot auch. Ja, also ganz, ganz langweilig, ganz, ganz grausam. Ich hatte das vorhin in meinem Regal gesucht und nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das schon aussortiert habe, ob ich das im Keller habe oder irgendwie schon verkauft habe. Ja, weiß ich nicht. Aber ist auch kein großer Verlust, weil das Buch werde ich sicherlich nicht nochmal lesen. Jetzt aber die letzte Frage, die Nummer 8. Welches Buch auf deinem Sub wird dir das größte Gefühl verschaffen, etwas geleistet zu haben, wenn du es fertig gelesen hast? Auch da habe ich wieder zwei genommen. Einmal habe ich mir das dickste Buch rausgesucht, auch von meinem Sub, von meinem Stapel ungelesener Bücher. Natürlich hat man danach immer das Gefühl, man hat ordentlich was geleistet. Und zwar ist das Der Thron der Finsternis von Peter W. Brett, der vierte. Ja, der vierte Teil aus der Reihe und der hat über 1000 Seiten. Ja, 1020 Seiten. Also das ist schon ein ganz schöner Oschi. Dann habe ich mir aber noch ein Buch rausgesucht. Ist auch relativ dick mit 600 Seiten, aber es hat halt auch ein ziemlich, ja, ein Inhalt, den man, glaube ich, auch irgendwie verkraften muss. Und zwar Runa von Vera Buck. Und hier ist ein historischer Roman, der von einem Mädchen handelt, die in einer Klinik ist, in einer neurologischen Abteilung und dort wird halt mit Gehirnen rumgedoktert und da ja, war halt die Forschung noch nicht so weit und wo man psychisch kranke Leute halt mit Gehirnoperationen hat versucht wieder gesund zu machen und das natürlich kläglich gescheitert ist. Und ich glaube, das ist ein Thema, was ganz schön unter die Haut geht. Und danach habe ich, glaube ich, auch das Gefühl, dass ich emotional sehr viel geleistet habe. Ja, das waren die Fragen. Finde ich super interessant und ich freue mich natürlich auch, diesen Tag bei anderen Leuten zu sehen. Ich glaube, der Tag ist schon relativ alt, aber er lebt jetzt gerade so wieder so seine neue, ja, nochmal eine Wiederholung hier durch. Die ganzen neueren Booktubern auch nochmal alle diesen Tag machen. Ich habe mir jetzt nochmal ein paar Leute aufgeschrieben, die ich taggen möchte, die ich nominieren möchte. Ich weiß allerdings nicht, ob sie den Tag schon gemacht haben. Ich habe gerade mal bei YouTube eingegeben und geguckt, wer ihn alles schon so gemacht hat. Kann natürlich sein, aber dass mir einer durch die Lappen gegangen ist. Zunächst möchte ich die Krimi-Gruppe, unsere Booktube-Treffen-Nord-Truppe taggen. Ich weiß, dass Tanja von Berlin Books bereits getaggt wurde, aber die anderen möchte ich alle taggen. Ich werde sie jetzt hier nicht aufzählen. Sie stehen einzeln unten nochmal in der Infobox, wenn ihr da gucken möchtet. Und ansonsten habe ich mir aufgeschrieben: Karos Bücher, Steffis Leseleben, Sophie Verstand, Mimi Book, den Andi von Büchersüchtig, Madame Jenny, Pinguin TV und Glacy Naylor. Ja, das waren sie. Ich hoffe, ihr macht mit. Und ansonsten sehen wir uns schon heute Abend, wenn ihr möchtet, und zwar der Federnerd, der hat sein 100-Abonnenten-Special heute Abend in Form eines Hangouts und da werde ich auch live dabei sein, unter anderem auch Toto von Toto liest, Phil von Phils Osophie, Shari von Alles Allerlei, Nettie von, ne, ja, Rock Nettie heißt sie gar nicht mehr, ne? Wer ist noch dabei? Genau, der Nick, der Buchstoaster ist auch dabei. Natürlich der Federnerd selbst. Und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ja, auf jeden Fall schaut da vorbei. Heute Abend 19 Uhr auf dem Kanal Federnerd. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und fleißig in den Kommentaren mitdiskutiert und Fragen stellt.
da wird sich der Calvin sicherlich freuen. So, das war's aber von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.